So, weiter geht's in diesem Bereich des Spiels, nachdem ich das hier verschoben habe, um hier durch die Tür zu kommen. Und was wartet hier auf mich? Die Musik klang gerade irgendwie so danach. Ohne Kennwort kommst du hier nicht rein. Ohne Kennwort komme ich hier nicht rein. Na gut, das Kennwort werde ich noch rausfinden. Das sage ich dir. Und ja, Hampelmänner können sterben. So. Dein Blut nehme ich. Und das deines Kollegen auch. Danke. So, irgendwelche Türen, die ich hier aufmachen kann? Anscheinend nicht. Ach, hier ist wieder so ein Markt sozusagen. Interessant, dass die Wache mich nicht angreift, wenn sie mich nicht erkennt anscheinend. Na gut, wenn sie mich nicht erkennt, ist natürlich klar, dass sie mich dann nicht angreifen wird, aber ihr wisst, was ich meine. So. Seid ihr für Hampelmänner? Eigentlich Josef? Das weißt du nicht? Er ist doch jetzt bei der Wache. Mit seinem Räumer? Kann er überhaupt ein Schwert heben? Das war ihnen egal. Jetzt bewacht er eine Handelskarawane. Die haben ihm einen Wochensold im Voraus gegeben. Er kämpft gegen die Banditen? Ha, das überlebt er nie. Nein. Aber Marjorie kann jetzt zu ihrer Schwester fahren. Mehr konnte er nicht für sie tun, nachdem er seinen Laden schließen musste. Bewundernswert. Okay. Muss ich hier hin? Nein. Ah, das ist wieder so gut von mir, dass ich so gut aufgepasst habe. Guten Abend, mein Freund. Kann ich euch helfen, Herr? Uma schickt mich. Wir beide müssen uns unterhalten. Ah, ihr seid einer von ihnen, nicht wahr? Was meinst du damit? Ach, egal. Ihr sucht also das Heiligtum? Richtig. Es ist unter dem Blue Lady Shop im Osten dieses Viertels. Heute Nacht wimmelt es hier von Wachen. Es wird nicht einfach sein, hinzukommen. Die Dächer, dunkle Gassen und die Kanäle sind die Freunde all derer, die unentdeckt bleiben wollen. Allerdings sind ihre Bewohner nicht unbedingt eure Freunde. Zuerst müsst ihr an dem Wachposten unten am Tor vorbei. Das Kennwort ist Mitternacht. Dann lässt er euch durch. Meinen Dank. Okay, da weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Ist hier sonst noch irgendwas? Hm, da komme ich noch nicht hin. Gut. Aber wo der Wachposten ist, das weiß ich ja. Ich sag doch, ich werde das Kennwort noch rausfinden. Wir haben das Kennwort. Da, da, da. Hi. Kennwort. Mitternacht. Moment. Sagst du noch mehr? Ich rufe gleich die Wachen. Dann tu das doch. Wenn du dafür doch die Zeit gehabt hättest. So. So. Her mit dem Blut. Dein Blut auch. Und deins auch. So. Ich hab euch erlöst. Obwohl Kreuzigung ist natürlich nicht gerade ein interessanter Tod. Man könnte auch erdolcht werden. Kreuzigung. Pff. Man könnte auch erdolcht werden, ja. Leute, die das verstehen, werden auch wissen, was ich damit meint. Leute, die... Ach, egal. Leute, die es kennen, werden auch die Anspielung verstehen, so.
Und das sollte man eigentlich kennen. Obwohl die Anspielung jetzt nicht gerade doll war, aber... Gut. Warum kann ich... Da war doch... Ey. Ohne Witz. Das war so komisch. Und... Stopp. Na, was haben wir denn da? Du auch. Na, gut. Her mit deinem Blut. Und deins auch. So. Ist hier noch irgendwas? Ich denke nicht. Daher geht's. Nein, das wollte ich gar nicht. Kann ich hier nicht? Ach, E drücken? Leertaste, Steuerung. Ich möchte den lame Weg runter. Dann nehmt nicht. Dann nehmt nicht den lame Weg. Nein, hier ist niemand. Das bildest du dir ein. Man muss doch die Leiter auch langsam runtergehen können, oder? Wenn jemand weiß wie, dann schreiben. Ich meine, runterspringen ist besser, aber ich weiß nicht, ob es hier Fallschaden gibt. Gibt es hier Fallschaden? Ich habe es noch nicht so drauf geachtet. Wenn ja, dann ist das kontraproduktiv. Und zweitens, wer weiß, wenn ich runterspringe, dass ich, ob ich gleich einen Gegner oder so reinspringen könnte. Na, das könnte auch kontraproduktiv sein. Deswegen. So. Und das ist ja nicht so schwer. Wenn man die richtige Taste drückt. So. Also ich finde die Fähigkeit ist ein bisschen overused. Aber gut. Her mit dem Blut. Haben wir hier hinten noch was? Leider nein. Nun gut, man kann eben nicht alles haben. Buch, 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 Typ. Und nach unten. Hier ist doch bestimmt eh gleich in der Wache. Er sagt, dass wir die Kisten auf die andere Seite... Ich rufe gleich die Wachen! Ja, tu das doch. Ich mach gar nichts. So. Nichts hier unten mehr? Na, schade. Na gut. Dann geht's hier weiter. Hier ist auch nicht viel. Kann man durch die Tür? Nein. Also hoch wieder. Und dann ist da eine Wache. Wenn man es mal so bezeichnen will. Ach, du lebst noch. Jetzt nicht mehr. So. Ein Hebel. Der was bewirkt? Ah, die Kiste fällt jetzt runter und dann ist da der Weg frei. Und die beiden hat's weggefetzt. Lol. Hab ich wenigstens ein bisschen Blut. Und hier auf der anderen Seite saugen wir auch nochmal aus. Wenn schon Sachen umsonst gibt. So. Ist hier was? Leider nein. Oh, da ist aber was. Yes. Das gefällt mir immer. Solche XP-Kisten. Wie ich sie genannt habe. Gut. Weiter geht's.
Zira? Ich weiß nicht, was Zira gerade heißt, aber... ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall müssen wir da nicht hin. Stopp. Ey, ja. Nein, musst du nicht. Ja, mit dem Blut. Deins nehmen wir auch. Auch wenn wir Feuer haben, wie gesagt. Oh, das Nebel. Der blinkt ja schon so. Gefahr. Use Cargo Lift with Caution. Ah. Was ist das? Was bringt der hier? Das muss ich bestimmt rausschieben oder so. Ja. Und weiter nach vorne schieben. So, rüber. Und hinschieben. Obwohl. Hat er das jetzt richtig gemacht? Ah. So. Die Kiste muss ich nämlich jetzt da drauf schieben. Und dann kann sie hoch. Aber was ich mit der Kiste anfangen muss, weiß ich zwar noch nicht. Aber wir werden sehen. Wenn ich dann mal oben bin. So. Aber die Leitern klettern, das dauert immer so ewig, finde ich. Das kommt mir zumindest ewig vor. Stirb. Hey, mit deinem Blut. Haben wir hier was? Nö. Außer dem Typen hier. Der mir auch sein Blut gibt. So. Die Kiste werden wir jetzt da runterschieben irgendwie. Ich brauche hier irgendwo für. Moment. Ich kann die Kiste... ah! Und? Das war zwar nicht mein Ziel, weil ich es noch nicht ganz geschafft habe, das was ich wollte, aber... ah! Jetzt verstehe ich das überhaupt erst. Die Kiste muss nach da unten durchfallen, aber wie bewege ich... ah, ich kann diese Plattform wegbewegen. Ah! Okay. Jetzt verstehe ich das. Na gut. Ist ja gar nicht mal so schwer. So. Und... Lift nach oben. Und nach oben. So. Und dann lassen wir die Kiste runterfallen und fertig. So. Zack, Boden durch. War ich hier nicht schon mal? Das sieht irgendwie alles immer so gleich aus. Gut, hier geht's dann beim nächsten Mal weiter und bis dahin, ich bin beim Kane Indiana Jones.